ganz viel Beweglichkeit in die Wirbelsäule. Das ist heute ein bisschen unser Schwerpunkt. Die Wirbelsäulenbeweglichkeit, die Funktion der Wirbelsäule. Noch ein letztes Mal. Der Ball muss gar nicht so extrem stark ran. Also das würde sogar ausreichen, deutlich kleiner diese Bewegung mit dem Knie zu machen, dafür stärker. Ja, genau. Jetzt muss sie nämlich runder werden. Jetzt muss sie viel stärker nach unten ziehen. Kriegen wir hier noch viel mehr Bewegung hinein. Das Becken ganz ruhig. Das ist hier das Ziel, über das Powerhouse das Becken zu stabilisieren. Geh nur so weit mit dem Bein nach vorne, wie ihr das Becken ruhig halten könnt. Ja, dieses Kriechen wurde wirklich auf den Knien und den Händen gemacht und die hatten Knieschützer unter den Knien, weil das anders als wir das jetzt hier machen auf der Stelle, haben die sich im Raum fortbewegt. Das heißt, eine solche Bewegung würde tatsächlich einmal das rechte Bein, einmal das linke Bein, sodass man langsam Stück für Stück sich dann auch fortbewegt über dieses Kriechen. Langer Nacken, ich sage immer faltenfrei. Und die Wirbelsäule hier in der Länge halten, nicht komprimieren. Sehr schön. Machen wir noch die letzten beiden Wiederholungen. Diese Übung Double Leg Kick. Die ganze Rückseite ist hier in einer Bogenspannung.